Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video habe ich ein Tutorial für euch. Und zwar eigentlich wollte ich das Tutorial machen, was angefragt wurde in meinem Haartutorial-Video. Ich glaube, da hat mich jemand gefragt, ob ich... Na, es hat mich bestimmt jemand gefragt, aber ich bin gerade überlegen, ob es noch mehr Leute waren. Aber egal, bei mir ist es so, es kann ja nur jemand fragen und ich mache das Video trotzdem. Es müssen nicht irgendwie unbedingt 20 Leute das Video wollen. Also das ist für die Person, die das gefragt hat. Und zwar war das wirklich das einfachste Tutorial. Ich habe sogar zurückgeschrieben, ich habe nur einen Lidschatten benutzt. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das Tutorial trotzdem, denn es sieht irgendwie wirklich ziemlich gut aus und ziemlich, wisst ihr mal, wirklich super Zeit verbracht und das halt super geblendet und verschiedene Farben eingeblendet. Dabei ist das nur eine einzige Farbe. Ihr könnt es mit jeder Farbe machen, aber ich habe jetzt die genommen, die ich damals genommen habe. Und zwar ist das Laura Mercier's Lidschatten in Cognac. Seht ihr später nochmal. Auf den Lippen, auf dem Gesicht sage ich am Ende des Videos, was ich alles drauf habe. Und ich habe das so ein 2-in-1-Tutorial gemacht. Einmal neutrales Auge, also mit nur einer einzigen Farbe auf dem Lid und in der Lidfalte. Ihr wisst ja, normalerweise trage ich bis zu 4-5 Lidschatten auf meinem Auge auf. Heute habe ich nur einen einzigen und einen Highlighter. Aber das ist nicht wirklich ein Lidschatten, sondern das ist mehr ein Highlighter und das ist optional. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr kleine Akzente setzen könnt. Das Tutorial habt ihr bestimmt auch 100-mal gesehen. Eigentlich nur eine schöne Farbe hier unten rein tun, das bringt das ganze Auge schon irgendwie zum Strahlen. Und vor allem in dieser Kombi, wenn ihr oben was Leichtes macht, also nur braun oder so, dann könnt ihr unten noch was Farbiges machen. Ja, dafür habe ich so einen dunklen Eyeliner von Essence benutzt. Das seht ihr dann auch später. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Und oh, genau, ich habe eine neue Idee. Und zwar, erstens, also mein Licht ist total, ihr wisst, was ich sagen will, das Wort mit STH. Denn ich bin in meiner neuen Wohnung, also in der neuen Wohnung meiner Eltern, weil mein Vater wieder aus Bosnien da ist. Ja, genau. Und mein Fenster ist jetzt dort. Und normalerweise filme ich ja vor meinem Fenster, was jetzt so wäre. Aber dann habe ich meinen hässlichen Kleiderschrank als Hintergrund, was ja nicht wirklich ein Kleiderschrank ist, wenn ihr meine Roomtour gesehen habt. Es ist mehr so ein IKEA-Frage. Kennt ihr die Schränke, die offen sind? Genau, sonst habe ich, und es sieht total hässlich aus, denn man sieht alle meine Kleider. Und irgendwie sieht das total komisch aus. Darum filme ich so. Ich muss auch das perfekte Licht finden. Aber, naja, mal schauen. Ich glaube, man sieht das einigermaßen. Dann, meine Zähne sind super weiß. Ich habe so einen Bleistift von irgendeiner Firma aus Amerika zugeschickt bekommen. Und ich benutze ihn die ganze Zeit und das sieht super weiß aus. Und mein Zahn ist angeschwollen, das Zahnfleisch rundherum. Ich habe eben einen Silberzahn. Und es ist so und es tut mir so weh. Oh. Und ich habe das Gefühl, mein halbes Gesicht ist angeschwollen. Und die Lippe hier, die Hälfte, ist angeschwommen, weil meine Lippen sind schon von Natur aus super, super groß und sehen super aufgespritzt aus, was sie natürlich nicht sind, denn für so einen Mist habe ich kein Geld und keine Zeit. Aber, ja, und jetzt habe ich das Gefühl, dass eine Seite einfach viel größer ist als die andere und dass hier die Backe so ist und die so ist, naja. Egal, genau, zu meiner Idee. Ich bin super aufgeregt, ich bin in einer neuen Wohnung und ich bin einfach so... Also, habt Geduld mit mir, Leute. Ich versuche wirklich langsamer zu reden. Ich glaube, ich habe es im letzten Video geschafft. Jemand hat mir geschrieben, ich glaube, du redest langsamer. Und ich so, yes. Ja, ich wollte in jedem neuen Video, was ich mache, eine neue Frisur machen. Und dann könnt ihr sagen, ob ich zu irgendeiner Frisur ein Tutorial machen will. Heute habe ich einfach nur Mittelscheitel gemacht und meine Haare geglättet. Aber es sieht schon wieder ganz anders aus. Da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach in jedem Video was anderes. Einmal Locken, einmal eine Hochsteckfrisur, einmal eine getöpfelte Frisur. Einfach immer eine andere Frisur in jedem Video, das ich danach mache. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Und dann könnt ihr mir sagen, zu welchem ihr ein Tutorial sehen würdet. Ihr könnt ja unter dem Video schreiben, ob ich ein Haartutorial. Heute natürlich nicht, denn ich habe eigentlich nicht wirklich was gemacht. Aber ja, das war meine neue Idee. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, los geht's mit dem Tutorial. Es ist so lange, es ist so einfach, aber so super lange. Also, tschüss. So, als erstes nehmt ihr den Lidschatten, den ihr benutzen wollt. Ich habe jetzt den hier von Laura Mercier genommen, denn das war der, den ich in meinem Haartutorial benutzt habe, also in meinem Haarglättungsvideo, was nicht wirklich ein Tutorial ist. Der sieht so aus und der sieht fast so aus wie der, den ich verlost habe in meiner Riesenverlosung, weil ich habe den verlost, weil ich einen vom MAC hatte, der genauso aussieht. Ich habe einen kleinen MAC-Lidschatten verlost und ich hatte einen großen, so einen Metall-Lidschatten, also das sind die super großen, der genauso aussah. Und jetzt schaut euch diesen an, der sieht auch genauso aus. Ich kaufe mir immer diese Farben, immer die gleichen. Und erst, wenn ich zu Hause bin, merke ich, ich habe genau die gleiche Farbe. Aber naja, egal. Also ich nehme diese Farbe hier, die heißt Cognac. Und normalerweise würde ich sie einfach so auftragen, aber heute hatte ich irgendwie Lust, was zu benutzen, was ich schon lange nicht mehr benutzt habe. Und daher nehme ich noch einen Painterly Paint Pot und tue ihn darunter. Ich habe es hier schon geprimed, damit das einfach alles besser hält. Dann nehme ich den Painterly, nein, das ist nicht der Painterly Paint Pot, das ist der Coral Creep Paint Pot.
Ich weiß nicht, ob der limitiert war. Und verteile ihn einfach auf dem Lied. Dann nehme ich die L'Oreal Palette. Die habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Denn ich persönlich kaufe keine L'Oreal Sachen. Das ist die für graue Augen. Und ich nehme einfach diese Farbe hier. Das ist genau die gleiche Farbe wie Rice Paper, die ich auch habe. Aber ich wollte heute irgendwie das benutzen. Das ist optional, das müsst ihr nicht unbedingt machen. Aber ich benutze immer gerne Highlighter. Und zwar tue ich das erst hier rein. Und der Rest kommt hier oben hin. So, jetzt habe ich das Licht etwas eingestellt. Und beachte ich meine Augenringe. Ich kann hier einfach nicht schlafen. Ich stehe ständig um 6 Uhr morgens auf. Ich weiß nicht, das Dorf ist einfach sowas von komisch. So. Dann nehme ich die Farbe hier und das ist Cognac von Laura Mercier. Und das blende ich jetzt einfach auf meinem gesamten Lid und in der Lidfalte ein. Einfach, ja, wie halt eine Farbe. Normalerweise blende ich immer 2, 3 Farben auf meinen Augenlidern, aber heute machen wir nur das. Somit wird das das einfachste Make-up-Tutorial ever, aber trotzdem irgendwie das längste, weil ich so viel labere. Und es gibt nicht noch einen etwas anderen Effekt, weil ich das Coral Creep darunter hatte. So, dann blende ich es etwas aus. Und dann, damit wir einen Pop von Farbe haben, wie man dem sagt, nehme ich einen Eyeliner. Also irgendwie ist das so ein 2-in-1 Tutorial, wie auch immer. Gel Eyeliner von Essence, den habe ich neu gekauft und ich wollte den unbedingt haben. Ich weiß nicht wieso, normalerweise kaufe ich keine Essence, aber in der letzten Zeit bin ich nur bei Essence und Catrice. Ich weiß nicht wieso. Und die Farbe... Oh. Nicht, dass ich das brauchen würde, natürlich brauche ich das nicht, aber seht ihr diese? Naja, egal. Dann, und ich habe vorhin mit dem Finger reingedippt, es ist super cremig. Dann nehme ich meinen Sigma SS266, da glaube ich bestimmt wieder einen neuen Namen, aber ist egal. Dann gehe ich hier so leicht rein und dann trage ich das hier unten auf. Ich muss gucken, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Sieht das schon wieder irgendwie besser aus, nicht so langweilig. Und ja, jetzt ist mein Gesicht hier orange und hier ist das einfach total weiß, also ganz komisch. Dann nehme ich meine Wimpernzange. Das ist irgendeine von Elf von der Studio Line. Und ich habe immer noch meine Gelnägel. Und dann nehme ich meine Mascara. Ich benutze zurzeit die Catrice Lashes to Kill. Ich habe mir die von Maybelline geholt, aber ich habe die wasserfeste genommen und die geht einfach nicht mehr weg. Darum muss ich mir die normale kaufen. Und das war es dann eigentlich soweit mit den Augen. Das ist einfach das Tutorial der Welt, wie gesagt. Auf dem Gesicht habe ich die Laura Mercier Silk Cream Foundation, darüber ein Maybelline Mineral Puder Concealer Bobbi Brown, der Creamy Concealer mit diesem kleinen Puderchen, was aber nicht hilft bei meinen super Augenringen, MAC Studio Finish Concealer auf meinen Pickeln, Yves Saint Laurent Bronzer, keine Ahnung welchen, darüber den Blush von... der Venomous Villains LE, den mit Cruella de Vil drauf, diesem Beauty Powder Dings da. Und dann noch den Blush in Marine Life, das war mal bei der MAC to the Beach, das mit dem Seepferdchen. Und dann nehme ich den Lipgloss von Surf Baby. Ich wollte den anderen, aber der war ausverkauft. Dann habe ich halt den genommen. Ich wollte unbedingt einen Lipgloss, der die Verpackung hat. Nur das Dumme daran ist, ich habe genau den gleichen von der Venomous Villains Kollektion. Weil ich neige dazu, immer die gleichen Sachen zu kaufen und das nie zu merken. Und ja, das ist halt so meine Dummheit, aber
Ich weiß auch nicht, ob ich das ständig mache. Ich habe eben so viel Zeug, dass ich mir das irgendwie nicht auf... Und selbst wenn es mir auffällt, denke ich mir immer so, das ist noch ein Tick heller oder dunkler. Dabei findet man, sieht alles genau gleich aus. Also, nein. Ja, so, das ist der fertige Look. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Ja, ich kann nicht. Ja, ich habe ihn gefunden. Okay, easy. Also, tschüss, Dritter.